macht bitte einen tosenden Applaus für Hernes besten Export, Christopher mit F. Ich habe Angst, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich an diesem Mikrofon herumschraube. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Hi. Ich lasse es so. Ja, ich bin auch nur zugezogen nach Herne. Ich bin Hernes bester Import. ich habe es auch sonst nicht leicht. Dem einen oder anderen ist das bekannt. Ich habe einmal in meinem Leben als junger Mensch, eine sehr einsame Entscheidung getroffen. Ich habe mich dazu entschieden, Latein zu studieren. Auch danach war es sehr einsam. Ich habe viel Zeit allein verbracht mit mir und toten Menschen. Und es ist ja, wie das so manchmal ist, nicht? Als Außenseiter in seinem Außenseiter-Dasein, bedingt durch das Außenseiter-Dasein, kann das vorkommen, dass der Außenseiter plötzlich ungeahnte Kräfte entwickelt. Ganz unglaubliche, fantastische, ungeahnte Kräfte. Und von diesen fantastischen, unglaublichen, ungeahnten Kräften handelt der folgende Text. Das Gedicht trägt den Titel Captain Latin. Ja, ich finde das auch gut. Geht so. Ich finde es übrigens nett von euch, dass ihr nicht mit den Stühlen nach mir werft. Klasse. So. Obwohl ich Latein studiere. Man weiß ja, vielleicht kommt das noch. Ich war ein seltsames Kind. Schon kurz nach meinem Abschied aus dem Kreissaal erflehte ich vom Schicksal, dass es meiner sich erbarme, denn ich hielt zwei linke Hände an den Enden beider Arme. Die Schwerkraft war mein größter Feind auf der Welt und ließ mich niemals in Ruhe immer wieder, hatte mir der Boden ein Beinchen gestellt und kam dann ganz schnell auf mich zu. So wie die Jungs im Sport-LK war ich nie so athletisch und fresh, so authentisch war ich auch irgendwie, nur meine Jeans saßen schlecht und so. Fehlte mir zumeist die eine Handbreit Wasser unterm Kiel auf der Reise durch mein Leben. Ohne Hoffnung, ohne Ziel, bis es mir eines schönen Tages wie Schuppen von den Augen fiel. Dünne Arme, schmale Brust, in der Kindheit häufiger Gesichtsverlust, dazu ein völlig abgefahrener Spleen für Geschichte, alte Sprachen und Mythologien und ein kaum rasiertes, kaum behaartes Kinn. Das sind meine Attribute und der Stoff, aus dem die Helden sind. Wie gesagt, eines Tages war es soweit, die Sonne schien taghell. Ich suchte Heil in trauter Dunkelheit in der Bücherei, meiner eigenen Welt. Es war zu später Stunde, als der Wachmann seine letzte Runde durch den Saal lief. Als ich vor Ciceros und Cäsars Werken friedlich einschlief, was danach geschah, ist klar, weiß allein der Bibliothekar und muss auch sonst verborgen bleiben. Wer es erführt, wird sich ohnehin die Ohren reiben. Involviert war wohl eine hohe Ladung radioaktiver Strahlung oder zumindest viel Asbest. Und dazu eine Überdosis, sehr, sehr alter Text. Seitdem bin ich Captain Latin. Und ich kämpfe gegen schlechten Stil. Ich kann gut konjugieren, ansonsten nicht so viel. Spart euch das Gelächter. Ich bin Captain Latin und ich kämpfe gegen schlechten Ausdruck und den zerebralen Unrat, den so mancher von uns ausspuckt. Es kommt mir dabei nicht darauf an, ob die Grammatik richtig sitzt und ob man korrekt gendert. Keiner weiß so gut wie ich, dass sich Sprache, die man spricht, mit jedem Tag verändert. Ganz egal, ob Comics, Dada oder Wallander, Sprache ist für jeden. Sprache ist für alle da, die wir miteinander reden. Wir können alle, wie wir lustig sind, Sätze aneinander flanschen und den Silber sehen aus Silben planschen wie in einem großen, kostenlosen Freibad. Mir kommt's nur auf den Grad der Reflexivität an, mit dem man daran teilhat und darauf, dass wir alle schnallen, wenn die Euphemismen überborden, in einem Krieg gefallen, ist nur ein anderes Wort für abgeschlachtet worden.
Ich bin Captain Latin und ich hab einen dicken Hals. Ich kämpfe gegen Dummheit und den Ungeist mit der Macht der Sprache und einem Körnchen Salz. Cum salis grano, mens sana in corpore sano. Gesunde Geister wohnen in gesunden Körpern. Ich verstehe nicht, wie man gesunde Menschen mit diffusen Ängsten so verstören kann. Du bist ja kein Nazi, aber... Halt die Fresse! Spar dir das Gelaber. Du bist nicht einfach kein Rassist, nur weil du ab und an mal sagst, dass du kein Rassist bist. Du bist erst dann kein Rassist, wenn das, was du sagst oder machst, kein Hass und kein abgefuckter Mist ist. Und wenn sich hier noch einer über Flüchtlinge mit Smartphones echauffiert und seinen fremden Hass in schlechtem Deutsch artikuliert bekommt, der von mir ganz ungeniert ein Wörterbuch von Langscheid. Längsseits, rektal eingeführt. Ich bin Captain Latin und ich kenne kein Erbarmen. Alphabetisierung funktioniert bei mir auch über den Darm. Die Stille macht mich auch immer regelmäßig ganz konfus. Begriffsgeschichten und Nuancen liegen vor mir ausgebreitet, wie die Pläne eines Architekten auf dem Reißbrett. Daher teile ich euch so, als wäre es leicht mit, dass Homophobie beim Mann die Angst vorm eigenen Schwanz bezeichnet. Die Typen aus der Nachbarschaft in ihren BMW Cabriolets und Mercedes Sportwagen Coupés halten mich für zweite Liga, wenn ich zu Fuß zu Bahn steige, Zweischlurf. Dabei bin ich Goldmedaillensieger im Himbeer-Toni-Weitwurf. Ich bin Captain Latin und ich kenne keinen Erbarmen. Tweetflicken finde ich lässig und Korthosen halten warm. Korthose ist in der Wäsche, ist Samstag. Kokos ist die Beere. Baculum ist der Stab, Bazillen fesseln dich ans Bett und Korken bringen dich ins Grab. Parodontax ist der Wächter für um deine Zähne rum und Blendamid macht eben jene glänzend. Dontodent meint wohl den Zahn des Zahnes, der Sinn dabei hält sich in Grenzen. Nivea ist die Weiße und Labello hilft dem Lippchen, ja... Ja, ich weiß, ich fahre einen fiesen Trip, denn ganz egal ob pharmazeutisch, ob homöopathisch in der Apotheke und beim Rossmann, halte ich mich für Neo in der Matrix. Ich bewerte die Artikel der Kosmetik nach den Gesetzen der Phonetik und nach ihrem Dichtwert. Fuchtel mit dem Lippenstift wie mit einem Lichtschwert. Die Mädels an der Kasse halten mich für ihren Stalker, dabei bin ich eigentlich Meister aller Klassen. Luke, der Meme-Walker, der Pflege- und Kosmetik-Waren-Galaxie. Ich bin der Begründer der Drogerie-Produktnahe Methymologie. Meine Frau wollte eigentlich nur Waschmittel kaufen. Aber mein Verstand kreist um die Sprache wie ein Tanzbär. Vor der Zukunft habe ich keine Angst mehr, auch nicht dann, wenn Satan höchstpersönlich äußerst unversöhnlich mit dem Munde des Besessenen sagt: Ego sum qui in quas habitat. Ich bin der, der inne wohnt. Exorzismusfilme haben sich für mich schon immer mehr gelohnt, weil ich mich vor Lachen nicht mehr einkriege, wenn sogar der Teufel christliches Latein spricht. Ich bin Captain Latin, Held der Verse, Herr der Logonauten, Herrscher zwischen den verstaubten Deckeln alter Bücher, alter Meister. Unter ganz normalen Menschen bin ich schüchtern, denn ich weiß ja, keiner mag Klugscheißer. Ich bin Captain Latin. Und ich erwarte keinen Lohn. Ich stehe hier auf der Bühne in humanistischer Mission und ich mache einfach immer weiter, bis hier irgendjemand etwas lernt. Ich bin Captain Latin. Und diesen Text hier meine ich ernst. Vielen Dank fürs Zuhören.